Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Osem, sehr geehrter Herr Herschel, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Dresden, sehr geehrter Herr Dr. Bauer, sehr geehrte Mitglieder des Vorstands des Förderkreises der Görlitzer Synagoge und natürlich sehr geehrte Damen und Herren, die heute hier gekommen sind, so zahlreich. Wir haben Angst. Wir haben Angst. Angst vor einem Atomkrieg, Angst vor der nächsten Corona-Welle, Angst vor Einschränkungen unseres Wohlstands, so hart erworben. Oder sollte ich lieber sagen, wir haben Sorge, aber Sie wollen ja Tacheles. Es muss noch etwas anderes geben als Angst und Sorge, um noch einmal das Buch zu zitieren, aber Sie wollen Tacheles. Angst löst keine Probleme, das wissen wir. Tacheles reden ist aber auch kein Jammern. Kein Jammern über Befindlichkeiten. Tacheles reden heißt im Journalismus genau hingucken. Auch die dunklen Ecken beleuchten. Auch dorthin, wo es vielleicht schmerzt, wo es weh tut, wo es zwackt. Tacheles reden heißt Fragen stellen, die Wahrheit suchen. Und nur so lassen sich die echten Antworten finden. Tacheles reden kann den Blick in die Zukunft öffnen. Aber wo sollen wir anfangen? Wenn man es recht besieht, ist gerade überall Schiffbruch. Wie vieles würde sich in unserer Welt ändern, wenn Missstände klar und deutlich benannt würden, wenn eine abweichende Meinung nicht zu Streit, Zersetzung, Konflikt, sondern zu einer Debatte führen würde, zum Ringen um das Beste. Wenn Toleranz endlich als das erkannt würde, was es ist, das Akzeptieren von Meinungen und Auffassungen, von Lebensentwürfen und Beurteilungen, die man selbst eben nicht teilt. Anlässe zum Tacheles-Reden, Glutnester in unserer Gesellschaft, schwelende Glutnester, davon gibt es genug. Und fangen wir mal an, die Pandemie und ihre gesundheitlichen wie gesellschaftlichen Folgen. Tacheles reden auch darüber, über den Krieg. Tacheles reden über die unzureichende Digitalisierung in Verwaltung, Rechtsprechung, Bildungs- und Gesundheitssystem in unserem Land. Und Besserung ist auch nicht abzusehen. Im Jahr 2016 stand Deutschland weltweit auf Platz 15 im Digitalisierungsranking. 2021, also vergangenes Jahr, waren wir international auf Platz 18. Im Klartext, wir haben die Notwendigkeit, die Trägheit, wahrscheinlich die digitale Transformation in ihrer Gänze komplett unterschätzt. Ein bisschen kann ich uns da auch in Schutz nehmen. Es wurde ja auch keiner von uns gefragt, ob er oder sie Digitalisierung möchte. Es gab keinen Masterplan, keinen Anfang und vor allem wird es nie ein Ende geben. Das ist ja kein Hafen. Digitalisierung ist ein Prozess, der uns alle lebenslang begleiten wird und uns immer wieder zum Lernen bringen wird. Es fing so harmlos an mit einem Computer, mit einem Anschluss ans Internet, mit einem Handy. Die Älteren von uns erinnern sich. Und dann plötzlich eine Dynamik, die mitunter disruptive Kraft entfaltet, die jeden Einzelnen von uns betraf, jeden Arbeitsplatz, zu Hause, unterwegs, alles änderte sich, wie ein Sog oder vielleicht auch wie ein Tsunami. Eine Kraft, die jeden Einzelnen mit sich riss und einen Kulturwandel einläutete, der durchaus vergleichbar ist mit dem des Buchdruckes, der Erfindung des Buchdruckes im 15. Jahrhundert. Der Buchdruck erlaubte zum ersten Mal die massenhafte Verbreitung von Wissen, aber auch von Meinungen und Nachrichten, ohne Kontrolle durch die Obrigkeit oder gerade die Kirche. Er ermöglichte Laien, also Nichtklerikern, erstmals Zugang zu Wissen, zu Büchern. Wissen als Machtinstrument, also Herrschaftswissen, verlor an Stärke. Eine Revolution. Wie heute in der Digitalisierung. Der Beginn einer Zeitenwende. Tacheles reden auch über die vielen, vielen ungelösten Probleme einer Gesellschaft,
die sich jener Zeitenwende unvorbereitet stellen muss. Die Digitalisierung. Ich bleibe noch einen Moment da. Wir sind nicht eingestellt auf Hetze und Lüge, nicht eingestellt auf Hate Speech, auf Fake News, auf Shitstorms, auf nichts waren wir vorbereitet. Niemand ahnte, welche niederen Instinkte das Internet als paralleles Universum entblößt. Unsere Gesellschaft fängt jetzt doch erst an zu lernen, wie sie ihre Kinder vor Cybermobbing schützen kann, zum Beispiel. Und unsere Politikerinnen und Politiker mussten erkennen, dass ihre Wählerschaft zerrissen ist. Dass die Menschen dort draußen im Land, wie es immer so schön heißt, in manchen Teilen eben keine Gemeinschaft sind, in der zusammengewachsen ist, was zusammengehört. Die Pandemie hat uns einmal mehr die starken Fliehkräfte aufgezeigt, die an den Festen unserer Demokratie rüttelt. Gestern war Tag der Pressefreiheit. Aber die freie Presse, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist mittlerweile in unserem Land immer wieder und immer häufiger Angriffen ausgesetzt, auch körperlich. Im Dezember vergangenen Jahres wurde auf einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Cottbus, ich zitiere, Jagd, zur Jagd auf ein RBB-Team aufgerufen. In Zwickau begegnete einem MDR-Team dasselbe. In diesen Tagen ermittelt die Polizei in Berlin nach einer pro-palästinensischen Demonstration Ende April in Kreuzberg wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung. Auch hier wurden Journalisten angegriffen. Frank Überall, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, formulierte es im vergangenen Jahr sehr drastisch. Die Qualität der Bedrohung hat sich geändert. Es ist echte Gefahr im Verzug. Wie ist es dazu gekommen? Seit wann und vor allem warum stellt sich unser Bild einer toleranten, einer aufgeklärten Gesellschaft einigen nur noch so verzerrt dar? 2006 hatten wir in Deutschland der ganzen Welt gezeigt, wie es anders sein kann. Fußball-Weltmeisterschaft, unser Sommermärchen haben wir gefeiert. Ein neues, ein weltoffenes, ein so sympathisches Land, tanzende Menschen auf der Straße, eine multikulturelle Fußballmannschaft, ein, ich zitiere, positiver Riss im Deutschlandbild weltweit, fasste der Philosoph Wolfram Ellenberger die Stimmung jener Tage zusammen. Wie konnte es danach zu einem solchen Umschwung kommen? Wie konnten sich Wissenschaftsfeindlichkeit und Medienkritik zu Kräften entwickeln, die unsere Gesellschaft so nachhaltig verunsichern? Der Schock der Pandemie unterstützte sicherlich diese Entwicklung. Covid-19 traf auch auf eine gänzlich unvorbereitete Bevölkerung und, wie wir heute wissen, auch auf eine gänzlich unvorbereitete Regierung. Dass sich daraus so eine Feindseligkeit entwickelte, die auch bald auf die Straße getragen wurde, ist in der Retrospektive gar nicht weiter verwunderlich. Es ist wünschenswert, in einer Demokratie Kritik an bestehenden Verhältnissen an der Regierung zu äußern. Es ist ein Beweis für eine funktionierende Demokratie. Ein wichtiger Motor, besonders für regierungskritische Demonstranten, ist die Hoffnung, eine berichtende Presse werde für eine Verbreitung der Kritik sorgen. Welche Motivation jedoch jene Demonstrierende haben, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse angreifen und sie an ihrer Berichterstattung hindern, ist bis heute meines Erachtens nicht richtig erklärlich und auch noch nicht richtig untersucht worden. Was sind das für Demonstrierende, die keine Öffentlichkeit wollen? Und wieso erscheint ihnen Gewalt gegen Journalisten, gegen die öffentlich-rechtliche Presse überhaupt als probates Mittel? Wir sind seit 2,5 Jahren, seit Ausbruch der Corona-Pandemie, in einem Ausnahmezustand, der sich gerade endlich etwas zu normalisieren scheint. Bereits jetzt waren Medizinerinnen, Wissenschaftler, Politiker vor einer neuen Welle und wir sind aufgeraut.
Wir sind geschwächt, wir sind etwas dünnhäutig und auch sehnsüchtig. Und in all das, in diesen Zustand, fiel der 24. Februar. Das Unvorstellbare geschah, russische Truppen marschieren in die Ukraine ein. Es ist ein Angriff auf Europa, auf unsere Werte, auf unsere Demokratie, auf uns. Unsere Werte sind machtlos, wenn sie auf Verachtung treffen. Pressefreiheit stoppt keinen Panzer. Demokratie wehrt auch keine Bomben ab. Die Furcht, die Angst vor einem Dritten Weltkrieg steht im Raum. Angst vor einem Atomkrieg. Ich habe eingangs gesagt, wenn man es recht besieht, ist überall Schiffbruch. Wenn man es recht besieht, ist überall Schiffbruch. Das schrieb der römische Senator und Dichter Titus Petronius, der in den Jahren 14 bis 66 lebte. Das Gefühl, in besonders schwierigen, besonders gefährlichen und unübersichtlichen Zeiten zu leben, ist also mindestens so alt wie die Geschichtsschreibung. Wenn jedoch von Schiffbruch die Rede ist, so muss es doch vorher ein Schiff gegeben haben. Im Falle von Titus Petronius war das Schiff die zerstrittene Supermacht des römischen Kaiserreichs, des Imperium Romanum unter der Führung des gefährlichen Kaisers Nero. In unserem Fall war das Schiff ein weitgehend friedliches Europa, der Glaube an eine tragfähige europäische Sicherheitsarchitektur von Norwegen bis Malta, von Portugal bis Russland. Ist der Traum vom Frieden ausgeträumt? Waren wir zu naiv, weil wir es so haben wollten? Meine Großeltern Grete und Arthur Schlesinger gaben sich am 9. November, notabene am 9. November 1932 in Dresden das Jawort. Sie lebten hier in Görlitz. Das Jawort, ich habe es bewusst gewählt, diesen Ausdruck, weil in diesem Wort bereits der besondere Zauber der Verbindung steht. Sie sagten Ja zueinander in der Unterschiedlichkeit ihres Herkommens, ihrer Erziehung, ihres Alters, ja sogar ihrer Lebensträume. Grete wächst wohlbehütet in einer sehr gut situierten Görlitzer Fabrikantenfamilie mit Villa in der Rauschwalder Straße auf. Arthur ist 16 Jahre älter als Grete, wird ohne den Vater groß, macht als Rennfahrer Schlagzeilen, ist ein bisschen Lebemann, auf jeden Fall ein großer Technik- und Autoliebhaber, so habe ich ihn kennengelernt. Er betreibt das erste Haus für Mobilität an der Berliner Straße, Autoschlesinger. Sie sagen unumkehrbar, unumstößlich zueinander Ja. Ohne Relativierung, ohne Netz, ohne doppelten Boden. Dabei besitzt ihr Bekenntnis zueinander, ob sie wollten oder nicht, eine Bedeutung über das rein Private hinaus. Denn wir schreiben das Jahr 32 und Arthur Schlesinger, mein Großvater, ist Jude. Als ich Anfang der 70er Jahre meiner Großmutter Grete am Esstisch erzählte, ich fahre übrigens nach Israel mit einer Freundin, guckte sie mich ganz erstaunt an und sagte, du weißt schon, dass wir da Verwandte haben? Nein, das wusste ich nicht. Ich erfuhr damals, dass die Mutter meines Opas Jüdin war und im Konzentrationslager Theresienstadt umgekommen war. Dass eine Großtante, die Schwester meines Großvaters, den Rabbiner Max Rosenau geheiratet hatte. Und dass er mit Tochter und Frau 1938 nach einem Mordanschlag in der Pogromnacht nach Israel geflohen war. Auf einmal war ich nicht mehr nur die Studentin aus Hamburg, sondern eine deutsche Bürgerin mit jüdischen Wurzeln. Dass mein Großvater Arthur den Naziterror überlebt hat, hat er vor allem zwei Frauen zu verdanken. Seiner Ehefrau Grete und seiner Mutter Rike. Als Arthur 1938 von der Gestapo verhaftet wurde, einen Tag nach der Pogromnacht, am nächsten Morgen, meine Großeltern hatten Hochzeitstag gefeiert, am 9. November.
Und was hier in dieser Pogromnacht passierte, in diesem Raum, wissen wir alle. Als er also von der Gestapo verhaftet worden war, weil in seinem Ausweis der für Juden obligatorische Namenszusatz Israel fehlte, da hat Grete, die Arierin nach den Rassengesetzen, nicht nur immer wieder couragiert bei der Behörde nach seinem Verbleib gefragt, sondern sie hat im richtigen Moment auch den richtigen Beamten bestochen. Ich frage mich, wie das vor sich gegangen ist. Und ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Wie macht man sowas? Man geht zu einem Beamten in der Nazizeit und besticht ihn? Das kommt mir sehr mutig vor. Schließlich brachte sie sich selbst damit in Gefahr. Was, wenn ihr Bestechungsangebot abgelehnt worden wäre? Was, wenn sie ebenfalls in Gewahrsam genommen werde wegen Bestechungsversuch? Sie hatten zu der Zeit bereits 2 Kinder. Dass der von ihr Bestochene tatsächlich am Ende sein Wort hält und Arthur zum zugesagten Termin tatsächlich freikommt, das gehört zu den vielen unerklärlichen Glücksmomenten in der Biografie meiner Großeltern. Die zweite Unterstützung bekam Arthur durch seine findige Mutter Rike. Sie war eine fromme Jüdin. Nach einem langen Spaziergang über einen christlichen Friedhof erbittet sie beim Sippenamt, so hieß das damals, eine Korrektur. Arthur, ihr Sohn, sei nämlich gar nicht, wie in seiner Geburtsurkunde vermerkt, der Sohn ihres verschollenen jüdischen Ehemanns Jakob Schlesinger, sondern das Ergebnis eines illegitimen und deswegen lange verschwiegenen Verhältnisses mit einem mittlerweile verstorbenen Christen. Genau deswegen waren sie spaziergehend über den Friedhof. Und somit sei Arthur nur noch Halbjude. Ihr Antrag wird tatsächlich bewilligt. Arthur wird auf den deutlich weniger gefährdeten Status des Halbjuden zurückgestuft und verschwindet aus der direkten Betrachtung der nationalsozialistischen Bürokratie. Dieser rettende Einfall verhilft meinem Großvater zu überleben. Und ich musste mit 22 erstmal verstehen, was meiner Familie da eigentlich widerfahren war. Als Kind war es schon schwierig gewesen zu begreifen, dass meine Großeltern in einem anderen Land, in einem anderen Deutschland lebten. Dass es etwas Besonderes war, wenn wir sie 2, manchmal 3-mal im Jahr besuchten. Wir waren oft in ihrem gemütlichen Haus in der Tannenbergstraße, Rosa-Luxemburg-Straße später, dass sie, man höre und staune, tatsächlich während des Krieges gebaut hatten, von 1940 bis 1942, und das heute noch steht. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Geschichte nicht linear verläuft, dass Systeme auch überraschend Nischen freigeben, dass manchmal Zufall, persönliche Launen, unvorhergesehene Situationen für den Gang der Ereignisse von ebenso großer Bedeutung sind wie historische Gesetzmäßigkeiten. Und das ist ganz wichtig, auf den einzelnen Menschen ankommt, jeden einzelnen Menschen, im Positiven wie im Negativen. Als 22-Jährige nun erfuhr ich, wie sehr sich die Geschichte meiner Familie in den großen Zeitläufen bewegt hat. Und ganz ehrlich, das Rad der Geschichte hätte meine Großeltern leicht zermalmen können. Oft habe ich darüber nachgedacht, ob das Wissen um meine jüdischen Wurzeln meine Haltung zur deutschen Vergangenheit beeinflusst hat. Ob die Verantwortung, die ich als Journalistin, als Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch ganz persönlich für die Demokratie empfinde, ob das damit zusammenhängt. Vielleicht, weil wir in meiner Familie hautnah erfahren hatten, welche Kräfte sich in den Vordergrund spielen können, wenn Rechtsstaatlichkeit abgedrängt wird. Vielleicht, weil ich seither weiß, dass Demokratie nie ungefährdet ist. Und dass Wahrheit ein so hohes Gut und die Lüge ein so scharfes Schwert ist. Arthur, meinen Großvater, logen die Nazis in Arthur Israel um. Für einmalige Menschen aus Fleisch und Blut, mit Herz und Seele, erfanden sie die Lüge der Rassengesetze.
Als ob man Menschen mit Bruchrechnung klassifizieren oder wie bei einem Kochrezept in unterschiedlichen Konzentrationen der Einzelteile zusammenmischen könnte, analysieren könnte. Entstanden aus der Erfahrung der nationalsozialistischen Diktatur ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Eine große Idee, eine starke gemeinschaftliche Kraft mit einem klaren gesellschaftlichen Auftrag. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen, möglichst viele Menschen zu erreichen, zu informieren, zu unterhalten, zu bilden, zielt auf die gesamte Gesellschaft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Teil des Rückgrats der Demokratie und Teil eines dualen Systems, um das uns andere Länder beneiden. Dual, weil es gibt eben auch privatwirtschaftlich organisierte Medien. Und auch da gibt es viele Qualitätsmedien. Verlässliche und seriöse Informationen tragen maßgeblich dazu bei, ein Gemeinwesen zusammenzuhalten. Sie sorgen für Gemeinschaft, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir sehen es heute ganz besonders. Wir sehen es heute ganz besonders in Russland, aber auch in anderen Ländern, in der Türkei. Wir haben es sogar in den USA beobachtet, welche gefährlichen politischen Kräfte das Vakuum füllen, das eine Einschränkung von unabhängigem Journalismus und Pressefreiheit entstehen lässt. Die Entwicklung in Amerika zeigt sehr deutlich, überall dort, wo regionale Berichterstattung fehlt, keine Regionalzeitung, kein regionaler Rundfunk, wo es keine verlässlichen Berichte und angemessene Einordnung ihrer Lebenswelt gibt, fallen Menschen verstärkt Verschwörungsmythen anheim. Die unabhängige Presse wird in der Krise zum Kompass und bleibt unabdingbar für die Sicherung der Demokratie. Herr Beutler hat es netterweise erwähnt. Derzeit hat der RBB den Vorsitz der ARD inne. Inhaltlich treiben wir drei Themen voran. Ich nenne sie die 3Ds. Digitalisierung, Dialog und Diversität. Es wird zu Recht erwartet, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dem Auftrag auch im Netz, eben digital erfüllt. Nicht mehr nur, wenn ich den Fernseher anmache oder auf den Radioknopf drücke. Auch wenn Radio und Fernsehen, so wie wir es kennengelernt haben, noch weiterleben, liegt unsere Zukunft in digitalen Kommunikationsräumen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bleibt dabei im Kern bestehen. Wir informieren, bilden und erhalten. Auf diese Weise können alle am öffentlichen Meinungsbildungsprozess teilnehmen, Demokratie leben. Das ist der Auftrag. Er bleibt immer derselbe. Nur die Kommunikationsräume ändern sich. Sie werden größer, vielfältiger, bunter, digitaler. Wir dürfen den Populisten oder den Algorithmen renditeorientierter Tech-Konzerne das Netz nicht überlassen. Auch das gebietet unser Auftrag. Das zweite D, der Dialog, heißt für mich vor allem Präsenz zu zeigen, zu hören, was Sie, die Benutzer von Hörfunk und Fernsehen und online, Sie, die dafür bezahlen, was Sie sich wünschen, was Sie erwarten. Es geht darum, nah an den Menschen zu sein, in einen echten, respektvollen Dialog zu treten, im Programm, im Unternehmen, digital und im persönlichen Austausch. Mit den lauten, aber auch vor allem mit den leisen Menschen. Dialog ist eine große Herausforderung, denn die eher schweigende Mehrheit muss sich medial gegen die Wütenden, gegen die lauten Andersdenkenden behaupten. Beispielsweise sehen wir auf das Engagement und den Dialog mit Ehrenamtlichen. Da gucken wir gerade ganz genau hin. Wussten Sie, dass hierzulande rund 30 Millionen Menschen sich ehrenamtlich engagieren? Sie tragen direkt zum Zusammenhalt bei. Das ist großartig. 30 Millionen Menschen. Wenn Fragmentierung, wenn Polarisierung drohen, die Gesellschaft auseinanderzureißen, wenn Menschen sich abgehängt, sich alleingelassen fühlen, kann es auch die Aufgabe von Rundfunk sein, genau mit diesen Menschen in einen Dialog zu treten. Wir müssen beharrlich mit kritischem, mit unabhängigem Journalismus gegen die Narrative von Fake News kämpfen und dazu sind wir bereit. Der dritte Begriff ist Diversität. Das umfasst viel.
Natürlich Geschlechtergerechtigkeit, das wird niemanden wundern, dass ich das für wichtig halte. Aber auch biografische Vielfalt bis hin, und das ist mir genauso wichtig, bis hin zum Meinungspluralismus. Diversität bedeutet immer auch andere Meinungen als die eigene zu akzeptieren. Ich möchte, dass wir in unserem Programm den unterschiedlichen Ansichten innerhalb unseres Publikums ausreichend Raum geben. Beispielsweise, indem wir gut recherchierte Dokumentationen mit gesellschaftlicher Relevanz produzieren, die sich unbequemen Sachverhalten widmen, Tacheles reden, die gesellschaftliche Mängel benennen, die Menschen eine Stimme geben, die man selten hört. Deutschland ist jetzt gerade ein Land der Veränderung, in Bewegung. Frauen übernehmen heute fast selbstverständlich wichtige Posten, da ist aber Luft nach oben. Unterschiedliche sexuelle Orientierungen finden hier Anerkennung. Unsere Beitragszahlenden sind Christen, sind Moslems, sind Atheisten und natürlich auch Juden. Beim Thema Diversität ist offensichtlich, wie sehr sich unsere Welt, wie sehr sich unser Land gewandelt hat und noch wandeln wird. Unser Programm muss so bunt sein wie unser Land, so breit wie das demokratische Meinungsspektrum und so unterschiedlich wie die Lebensumstände. Sehr geehrte Damen und Herren, Hass und Hetze im Netz verstoßen tagtäglich gegen geltendes Recht. Wir müssen dagegen vorgehen, mit rechtlichen Mitteln die Straftaten der Absender zur Anzeige bringen. Und die Empfänger von Hetze müssen wir aufklären, immunisieren gegen das Gift der Feinde der Demokratie. Die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellt ein Gegengewicht zu Fake News und Stimmungsmache dar. Und dabei lassen wir uns bei unserer täglichen Arbeit für die liberale Demokratie von einem ganz wesentlichen Grundsatz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks leiten. Wir gehören allen und wir dienen niemandem. In der vergangenen Woche waren beim Zukunftstag Schülerinnen und Schüler aus Brandenburg und Berlin bei uns zu Gast, die sich an diesem Tag bei uns einfach mal umsehen konnten. Sie konnten Berufe im Sendebetrieb kennenlernen und wollten mal reinschnuppern. Zukunftstag. Ich habe mich gefragt, was sagt man diesen jungen Menschen? Was sagt man diesen jungen Menschen in diesen Zeiten? Zwischen Pandemie und Kriegsgefahr. Über welche Zukunft reden wir hier? Wie beantworten wir ihre Fragen? Wie erklären wir Relevanz? Wie stellen wir dar, wie wichtig Demokratie ist? Wie wichtig Meinungsvielfalt ist? Eine freie Presse ist? Und vor allem, wie erreichen wir sie? Sie kennen das von ihren Kindern, von ihren Enkeln. Die wenigsten Kinder und Enkel haben überhaupt noch einen Fernseher oder ein Radio. Dennoch, und das ist ein Anlass zu verhaltenem Optimismus, viele junge Menschen sind im Netz unterwegs und informieren sich auch breitflächig. Natürlich sind sie auf den ihnen vertrauten Drittplattformen unterwegs, Instagram, TikTok, YouTube, aber sie sehen dort eben viel Unzulässiges und ich sage es mal ganz deutlich, viel Schrott. Wir wollten ja Tacheles reden, aber sie holen sich auch ernsthafte Informationen. Davon bin ich zutiefst überzeugt und das geben unsere Zahlen auch her. Und das ist wichtig. Zu viele von diesen Kindern haben aber auch schon persönlich die dunklen Seiten des Internets kennengelernt und können von Cybermobbing und falschen Anschuldigungen, von Lüge und Hass und Netz und Häme und Hass und übler Nachrede berichten. Und sie sehnen sich nach Wahrheit, selbst wenn sie wehtut. Es geht um Vertrauen. In unserer Welt geht es um Vertrauen. Ob ich über Pandemie rede, Regierungen rede, ob ich über Krieg rede, über Politiker oder Politikerinnen rede oder über Medien rede. Es geht um Vertrauen. Es gibt aber noch etwas, über das ich heute reden möchte, aus gegebenen Anlass und besonders an diesem Ort. Tacheles bedeutet auch, über die steigende Anzahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland zu sprechen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldete im Februar, dass das Bundesinnenministerium im Jahr 2021 insgesamt 3.028 antisemitische Straftaten registrierte, eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 30%. Die Gesetzmäßigkeiten kommen uns alle so verdammt bekannt vor. Häufig, wenn eine Gesellschaft in Aufruhr gerät,
ein bisschen aus den Bahnen gerät, werden Feinde benannt, Ideologien formuliert, die die Orientierung und Sicherheit versprechen. Es werden auch erste und zweiter Klasse Menschen ausgemacht, Sündenböcke benannt. Und im Dunst ideologischer Nebelkerzen suchen Schwache noch Schwächere. Hierzulande verspricht Antisemitismus den Tätern einen doppelten Erfolg. Denn eine antisemitische Attacke trifft nicht nur die attackierte Minderheit, sondern auch stets die Unterstützenden von Toleranz. Das System, die Elite, er trifft und betrifft unsere Gesellschaft, uns. Wie kann es eigentlich in einem Land wie Deutschland, das historisch verantwortlich ist für das Ewigkeitsverbrechen des Holocaust, ist, nicht gelingen, Antisemitismus nachhaltig zu bekämpfen? In einem Interview sagte Campino, das ist der Leadsänger einer Punkrock-Gruppe, die Toten Hosen, er sagte, er hat sich seit seiner frühen Kindheit für den Kampf gegen Antisemitismus engagiert, gegenhalten, einfach gegenhalten, mir fällt nichts Besseres ein, Zitat Ende. Gegenhalten. Als Gesellschaft müssen wir gegenhalten, müssen wir wieder verstärkt den Fokus auf Ausbau und Pflege sozialer und zivilgesellschaftlicher Strukturen legen. Gesetze können Einstellungen nicht ändern, sie können sie nur reglementieren. Am Ende geht es wieder, wie bei der Geschichte von Arthur und Grete, es geht wieder um jede Einzelne, um jeden Einzelnen, um unser Gegenhalten. Um Bildung, um Aufklärung, um Empathie, um Zivilcourage, um Anstand, um die Verantwortung, die jeder Mensch für das Gemeinwesen trägt, in dem er lebt. Gesellschaften halten dann zusammen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und Perspektiven miteinander reden, auch miteinander ringen. Sie kommen dann miteinander aus, wenn sie Gemeinsames und Trennendes anerkennen. Und wenn sie an die Wahrheit glauben dürfen. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder hat mit seinem wohl bekanntesten Buch Bloodlands, Europa zwischen Hitler und Stalin, die blutigen Spuren nachgezeichnet, die Stalin und Hitler in geradezu diabolischer Einigkeit durch die Länder Ost- und Mitteleuropas von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer gezogen haben. Viele, viele Millionen Menschen starben zwischen 1932 und 1945 in diesen Gebieten. Sie wurden ermordet, umgebracht oder man ließ sie in Lagern verhungern. Damals besonders betroffen war die Ukraine. 2017 veröffentlichte Snyder dann sein Buch über die Tyrannei. Daran stellt er 20 Lektionen aus einer blutigen, grausamen Geschichte des 20. Jahrhunderts vor und entwickelt aus seinen Erkenntnissen mögliche Handlungsanweisungen. Kurz gefasst, wie verhindert man totalitäre Regime wie einen Kollaps der Demokratie? Snyder schreibt, Glaube an die Wahrheit. Die Fakten preiszugeben heißt, die Freiheit preiszugeben. Glaube an die Wahrheit, die Fakten preiszugeben, heißt, die Freiheit preiszugeben. Wenn nichts wahr ist, kann niemand die Macht kritisieren, denn es gibt keine Grundlage, von der aus man Kritik üben kann. Wenn nichts wahr ist, dann ist alles Spektakel. Die dickste Geldbörse zahlt für die blendendsten Lichter. Nochmal, die Fakten preiszugeben, heißt, die Freiheit preiszugeben. Das Happy End von Grete und Arthur, meinen Großeltern, hier in Görlitz, war ein großes Glück. Es kam auf jeden Einzelnen an. Auf die, die ihnen geholfen haben, auf jeden Einzelnen. Die beiden Frauen vor allen Dingen, die Arthur das Leben retteten, seine Ehefrau und seine Mutter. Dass ich hier heute stehen kann, die Enkelin in der Synagoge, ganz ehrlich, das bedeutet mir wirklich viel. Und es gibt mir auch Hoffnung. So bleibt die Geschichte meiner Großeltern auch eine Geschichte der Hoffnung, eine Inspiration auch für unsere Zeit. Es kommt auf den Einzelnen an, auf sie, auf mich,
auf jeden. Und das ist eine ziemlich große Verantwortung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.